Also für Auszubildende oder Studenten bezahlbarer Wohnraum ist Katastrophe. Also meine Tochter hat in Bremen halt keine Wohnung gekriegt, weil sie halt Studentin ist. Unser ältester Sohn sucht schon seit über einem Jahr und bezahlbaren Wohnraum unmöglich. Es gibt genug Wohnungen, aber eben sehr teure Wohnungen, denke ich. Ne? Wenn, gibt es luxussanierte Wohnungen, gerade hier im Altbaubereich. Ja, oder eben unerschwingliche Neubauten, die wirklich nur auf Luxus ausgelegt sind. Da hapert es dann irgendwann doch an den Preisen, weil das also für mich einfach nicht finanzierbar ist. Also ich würde ums Verrecken nicht nach Kaltenmoor ziehen wollen. Das ist, nee, nein, brauche ich nicht. Ich würde nicht nach Kaltenmoor ziehen wollen. Ich auch nicht so gerne. Man liest zu viel Negatives über diesen Stadtteil. Definitiv zu hohe Kriminalitätsrate und mein Kind müsste bewaffnet auf den Spielplatz gehen, um zu überleben. Ich finde, das Kernstichwort ist generationsübergreifend. Wir wohnen in so einem gemeinschaftlichen Projekt. Es ist alles dabei und diese Buntheit ist sehr attraktiv und sehr schön. Und ich glaube, es ist ein Wohnmodell der Zukunft für Lüneburg, aber auch darüber hinaus. Und die ganzen Pflegeheime und der Betreuungssysteme, das ist alles so extrem und beinahe unmenschlich. Da wird man, da wird die Gesellschaft sich entwickeln müssen. Ich glaube, in einem Heim, Altersheim, wo Wohnraum frei ist, dass da auch Studenten oder so mit reingezogen sind. Die hatten zwar dann ihre eigenen Zimmer auch, aber das war sehr, sowohl für die Studenten gut, weil die von den Erfahrungen der Älteren profitiert haben, als auch umgekehrt, die Älteren haben also mit jungen Leuten Kontakt gehabt und sind dadurch auch ein bisschen jung geblieben. Ja. Ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, um sich mittlerweile gegenseitig zu ergänzen. Gerade jetzt in der heutigen Gesellschaft, die immer älter wird, sind solche Konzepte vielleicht auch von Vorteil. Ich finde, dass man da auch zusammen lebt, also dass man auch was zusammen macht, nicht komplett aneinander vorbei wohnt, sondern zum Beispiel auch zusammen kocht, zusammen isst, was zusammen unternimmt, den Haushalt zusammenschmeißt, irgendwie so in die Richtung. Ich glaube, dass die Menschen, die sozusagen in ihrer kleinen Ein- oder Zwei-Zimmer-Butze für sich alleine hinleben, das ist vorbei, das funktioniert nicht mehr.